Hallo YouTube-Freunde und herzlich willkommen zurück zu Crooks the Big Heist. Oder er heisst einmal so. Auf jeden Fall haben wir ja in der letzten Folge schon angeschaut, wie dass wir da vorgehen wollen. Und ich tue das jetzt kurz noch einmal erklären. Und zwar gehen wir mit der Cleo alles stellen, was da außen rumliegt. Mit dem Bishop gehen wir da einfach mal rein. Und mit der Rocket gehen wir da auch einfach rein. Knacken da alles mit unserem Bunsenbrenner und was wir sonst noch alles haben. Dann gehen wir in den Keller runter, tun da irgendwie probieren, den Schalter auszutricksen oder zu drücken. Knacken noch den Panzerschrank, dann holen wir uns hier das merkwürdige Werkzeug, wo unser Hauptziel ist, und verschwinden dann wieder da hinten durch. Und ich hoffe, dass ich hier da nicht in den Raum muss. Und sonst habe ich auch noch Cleo dabei, wo Ninja-Sohlen anhat, damit sie sich da hinten durch kann schleichen. Hoffentlich klingt mir das so, wie ich mir das ausgedacht habe. Hier sollte alles verlassen sein. Trotzdem stehen Autos da. Autos? Mehr als nur ein Ah, Ferienhaus. okay. Also schnell Also. rein und den Konstruktionsplan holen. Also Autos, ein Auto sehe ich da. Aber ist ja gleich, wir holen mal den Koffer mit der Cleo. Hallo, den Koffer. Dann hat es da noch irgendwo einen Koffer. Dann könnten wir ja noch schnell den Koffer holen. Und ja, dann laufst du mal da rein, Das während ist der du Plan. das da aufknackst und reingehst und Ich du zeige euch, einfach was ich gerade bin, wenn ich direkt den heile. Schlüssel hast, die Konstruktionspläne, und dann kannst du mal noch da hindern und das holen und wieder reinkommen. So, also, der Plan steht. Alles ist so festgelegt. Und jetzt schauen wir dann gerade, wie schnell die Cleo unterwegs ist, weil sie hat da schon Stutz geholt, während ihr erst beim Auto angekommen sind. Und ihr braucht ein Zeitchen, bis ihr auch zum Haus kommt. He? Mal schauen, wer schneller drinnen ist. Ja, klar, die Rocket. Und sie nimmt sich da den Schlüssel mit. Ja. Wir haben den Konstruktionsplan. Also, fertig, Miss Rowlands? Zu Jawohl. dem Fahrstuhl da hinten. Ich will endlich wissen, was so wichtig war, dass er es vor mir geheim halten musste. Jawohl, Was das nimmt mich auch auch Wunder. immer. So, mach mal die Türen auf, dass wir da endlich rein können. Gut, dann gehst du da Bitte hinten und bereit. du gehst da Ich muss hinten. warten. Wow! Geht nicht, Schätzchen. Was geht nicht? Warum geht's nicht? Aha, weil wir noch eine Panzertüre zuerst müssen da knacken. Ah, klaro! Okay, dann gehen wir jetzt runter. Haben wir alles, was wir brauchen? Ich glaube schon, das wird eine Easy-Peasy-Mission. In der Raum bin ich nicht einmal schauen. Aber das ist ja nur fürs kleine und grosse Geschäft. Und das interessiert gerade niemand. Bissle können wir es anderes Mal. So, jetzt sind wir da, wo es Wiedersehen, spannend wird. Cheerleader. Hey, für mich ist das hier ätzender als für dich. Wieso das? Egal, lasst uns weitersuchen. Wonach auch immer. Jawohl. Ich hoffe, dass du jetzt hier durch die Türe kommst. Jawohl, gut. Dann kannst du mal hier rein. Und das hier mal kaputt machen. Und dann laufen wir hier durch. Mach das einmal. Ziehen Jetzt wir es durch. werde ich schnell etwas probieren. Ah, warte schnell. Nein. Wow, 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 wow. Ich sollte doch da, du hast doch so ein spezieller Tarantel. Ermöglicht Rocket Lichtschranken ohne Werkzeug zu überwinden. Geht jetzt das? Das nimmt mich jetzt Wunder. Wow! Jawohl. Cool, das geht. Nur das Problem ist, dass ich da nicht durchkomme, weil das eine Schaltertür ist und die muss zuerst dort gemacht werden. Also komm, wieder raus. Kommt man so cool da durch. Yep. Dann kannst du ja da mal rein. Das schalten wir aus, genau. Muss ich mit dir? Nein, weißt du was? Du könntest jetzt Einsatzbereit. da mal den da noch. Du hast ja gar keinen Bunsenbrenner. Sondern du machst mir das da schnell. Und Verdammt du machst keine richtig. Übungen mehr, sondern du stellst da mal den auf. Oh. Hast du das gehört? Nein, du hast das nicht gehört. Gut, Glück gehabt. Genug. Jetzt kannst du das Werkzeug da mal holen. Auf keinen Fall. Wieso nicht? Weil du auch ein Schaltertür bist, natürlich. Logisch. Also, dann löschen wir da mal alles. Du, Auf geht's. steh schon mal da drauf. Und dann. Wart, wart, wart. Scheibe. Du kommst mal da rein, Cleo, dann startklar.
kommst du hier hin und wartest da bitte schön. Sehr schön. Dann kannst du hier rein und dann brauche ich dich hier. Moment, das ist eine normale Tür, oder was? Schalttüre. Ah, das ist auch eine Schaltertür. Das ist auch eine Schaltertür. Du kommst ja da gar nicht rein. Verdammt richtig. Sehe ich das richtig? So was mache ich nicht. Ja, das sehe ich richtig. Dann muss ich ja gleich den verdammten Schalter hier ausmerzen. Aber das ist ja nur für die Tür. Und was will ich dort innen? Ich muss in den Raum. Okay. Ich weiß, wie ich das mache. Was ist der Plan? Du kommst hier hin und tust hier bitte warten. Ich zeig euch, was ihr mich hier nicht verweist. So, und jetzt kannst du nämlich hier das mal ausschlagen. Zip. Sehr gut, sehr gut. Und dann muss ich aber irgendwie schauen, dass ich mit dir auch wieder da durchkomme. Das ist der Kippschalter da. Ja. Ich habe einen Fehler gemacht. So wie es aussieht. Nein, habe ich nicht, weil ich muss jetzt einfach mit dir wieder da zurück. Hä? Was? Wieso geht jetzt die Tür? Löschen. Oh, verdammt. Jetzt bin ich hier zwar wieder drin, aber komm da nicht raus. Kannst du lang drauf warten? Ja, das ist schön. Warte, nein, go nicht. Warte, du kannst ja da mal das nehmen. Was ist das für ein Ding? Ein Rutherford-Kolben. Aufpassen damit, sind da einmal Fingerabdrücke drauf, kriegt man sie nicht mehr ab. Den packen wir ein. Wieso? Wir packen ihn ein. Du hast einen Knall, Kleine. Halt die Klappe, ja. Rufus. Da hinten ist der Aufzug. Den nehmen wir. Auf geht's. Auf geht's. Brauche ich den Schalter da noch? Für was? Den habe ich ja schon. Nein, ich kann jetzt hier einfach raus. Was ist der Plan? Raus. Jo. Raus. Und dann haben wir ja die Mission schon erfüllt. Nein. Verdammt, das geht noch weiter. Spielwiese. Ich will gar nicht wissen, mit wie vielen Mädchen der Dreckskerl hier unten zugange war. Grämen Sie sich nicht, Fräulein Rollins. Wer immer es war, er hatte sie nicht verdient. Sie sind zu freundlich, Herr von Lobkowitz. Habt ihr's bald? Ich gehe hier nicht weg, bevor ich weiß, woran er gearbeitet hat. Rocket? Was? Vergiss es. Für den dunklen Bereich scheint es so, als müsste man dort eine ganze Menge Schalter drücken. Also gehen wir es an. Okay, aber weißt du was? Ich muss im Fall noch einmal schnell laden, weil ich würde gerne da die anderen Sachen noch holen. Story. Nein, da komme ich ja eh nicht. Ich komme eh nicht hin. Aber ich lade es jetzt hier noch einmal schnell. Weil ich es probieren. Was ist das für ein Ding? Ein Rutherford-Kolben. Die Dinger da zu holen. Sind da einmal Fingerabdrücke drauf, kriegt man sie nicht mehr ab. Den packen wir ein. Wieso? Wir packen ihn ein. Du hast einen Knall, Kleine. Halt die Klappe, Rufus. Da hinten ist der Aufzug. Den nehmen wir. Okay, warte. Ziehen wir es durch. Du kannst jetzt einmal schon da reinstehen. Und die Frage ist. Ich zeig euch, was beweglich heißt. Wenn das. Bin bereit. Kann ich mit dem Schalter da rein? Das wäre jetzt noch lustig, sonst muss ich den mit ihr da. Nein. Geht tatsächlich nur durch den dort hinten. Also muss ich den haben. Komm mal da rein.
Und ich hoffe jetzt einfach, dass ich mich da. Das kann ich nicht. Wieso nicht? Ah, klar. Ja. Komm, mach wieder drauf. So, jetzt aber kannst. Auf geht's. Und dann kannst du nämlich auch hier rein. Hier hinten durch, habe ich gesagt. Und raus. Gut, dann kommen wir wieder hier durch. Und dann kommst du mal das holen. Du kannst das und das mal holen. Ja. Und dann gehen wir. Dann gehen wir erst runter. So. Also. Ja, ich probiere es perfekt zu machen, du siehst. Wow, ich habe natürlich nicht gewusst, dass es da unten noch weitergeht. Spielwiese. Ich will gar nicht wissen, mit wie vielen Mädchen der Dreckskerl hier unten zugange war. Grämen Sie sich nicht, Fräulein Rawlins. Wer immer es war, er hatte sie nicht verdient. Sie sind zu freundlich, Herr von Lobkowitz. Habt ihr es bald? Ich gehe hier nicht weg, bevor ich weiß, woran er gearbeitet hat. Rocket? Was? Vergiss es. Für den dunklen Bereich scheint es so, also? Als müsste man dort eine ganze Menge Schalter drücken. Also gehen wir es an. Ja, jetzt gehen wir mal schön sachte vor da, hä? Du kannst da. Ich hoffe, du läufst da nicht rein. Nein, gut. Du könntest eigentlich mal. Panzertürschlüssel, das ist okay. Dann könntest du. Da ist auch eine Panzertür, das sehe ich richtig. Schaltertür. Dort oder da. Da komme ich da durch. Aha. Ich könnte, warte, du gehst wirklich tatsächlich bis da rein. Das heisst, ich muss mit dir ganz, ganz schnell da hindern. Und zwar jetzt. Nicht möglich. Was nicht möglich? Wow, da kommt wieder raus. Wow, verdammt. Wieso ist das nicht möglich? Ah, weil ich das zuerst muss aufschliessen. Okay. Dann kommst du wieder da rein. Wahahaha. Pressier. Hoffentlich geht die Tür jetzt zu. Ja, gut. Okay. Es hat hier noch so zwei stylische Sessel. Wow, cool. Ist eh allgemein noch eine stylisch eingerichtete Hütte hier. Ich muss da nur schnell überlegen, wo dass ich denn da. Wow, was erwartet mich denn da? Ein Luftschacht, wo einer führt denn der? Da. Okay, mit dem komme ich da rein zu dem Schalter. Alright, wo muss ich eigentlich hin? Wo ist das Ziel? Da. Aha, da ist auch das Ziel. Da hat es irgendwie ganz viele dunkle Räume. Da ist noch so ein Bunsenbrenner. Wodurch laufst du? Du laufst so durch. Weißt du was? Mach doch du mir doch zuerst schnell die Türen auf. Und du solltest da mal etwas fallen lassen. Lass mal das fallen. Hä? Ah, eins drücken würde länger. Brauche ich etwas da drinnen? Was ist das? Kamera-Terminal. Jawohl. Das heisst aber du, also? Baby, gehst mir da hin. Wie weit laufst du? Nicht zu weit? Okay. Nicht drin. Sorry. Ah, es reicht nicht. Warte. Nimm mal den Schlüssel mit und haust den ab da hinten. Gut, da sind wir jetzt weiter. Kannst du mal hier noch das Chlorophon mitnehmen? Ah, weißt du was? Nein, zuerst nehmen wir noch das Dynamit mit, vielleicht brauchen wir ja das. Und dann nehmen wir das Chlorophon mit, dann komme ich mit dir da durch, weil da hat es so ein Lüftungsgitter. Jetzt folgendes, jetzt machen wir mal schnell Pause. Da hast du keinen Schlüssel jetzt. Ah,
Panzertürschlüssel. Das ist keine Panzertür in dem Fall. Sicherheitstür ist das. Ist das denn eine Panzertür? Jawohl. Dann können wir. Oh, ich habe den Lobkowitz nicht dabei, gell? Der heisst, ich muss irgendwann noch so ein Teil haben, wo ich kann das dort ausschalten. Und ich habe es nicht. Ach verdammt, wie schalte ich denn das Teil aus? Gar nicht. Das heisst, ich komme da gar nicht rein. Das heisst, ich muss da auch gar nicht rein. Es hat da zwar noch zwei Saves. Ein bisschen Dynamit. Aber. Mit dem komme ich hier hin, könnte die Pille holen. Kommt, das machen wir mal. Hier in den Lüftungsschacht rein. Geht nicht, weil du das noch nicht hast. Nein, du kannst das tatsächlich noch nicht. Was ist denn das? Mach mal den Schalter an. Okay, das war der erste. Ah. Und ich dachte, der Spaß wäre schon vorbei. Ah, okay. Ich habe gemeint, das habe ich erst angefangen. Wo sind wir mit Cleo? Da. Jetzt bist denn du. Nein, du bist erst gerade angekommen. Da könntest doch du jetzt schnell die Tür aufschliessen. Oh, nein, machst du nicht. Wow, Glück gehabt. Du laufst dort gerade durch. Okay. Wir nehmen da mal den Bunsenbrenner mit, aber für das muss ich zuerst etwas loswerden, zum Beispiel das Magnetband. Das werde ich dann aber nachher brauchen. Aha, da hat es noch einen Schlüssel, einen Sicherheitstürschlüssel. Brauche ich den Panzertürschlüssel? Weißt du was? Lauf mir noch da über und wirf mir das auch noch schnell ab. Gut, und jetzt säcklichst du mir. Ah, das ist eine Panzertür. Ist das ein Panzertürschlüssel? Jawohl. Dann kannst du die aufschliessen, den Schlüssel nehmen, Retour und wieder Retour. Was ist der Plan? Und mit dir komme ich da mal rein. Es muss länger. Wow, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Ja, easy peasy, das hat ja locker gelangt. Wow. Locker hat das gelangt. Was ist jetzt das? Eine Panzertür. Schaffst du das jetzt noch schnell zu knacken? Weil, wenn du das schaffst. Nein, du schaffst es nicht. Ah, mischt. Ich muss es laden, Hey, ja, schon denkt. Okay, tun wir halt laden. Von daher. Ich weiß nicht, welcher Spielstand das war. Aber wahrscheinlich der richtige. Okay, die Frisur ist so geil. Habe ich da auch schon gesagt? Ich glaube schon. Ja, aber weißt du was? Ich denke, ich mache jetzt hier gerade schnell eine Pause. Weil ich muss mir da gut überlegen, wie ich weiterfahren will. Und sage danke vielmals, dass du hier dabei bist. Ich hoffe, du bist es dann in der nächsten Folge auch wieder, wenn wir uns hier durchschleichen. In dem Sinn, cheers!